Hallo und herzlich willkommen zur Sondersendung Ihrer ZDF-Küchenschlacht. Heute Profi wieder gegen Profi. Und ja, die drei Profis, die hinter mir stehen, die haben sich wirklich diese Woche, muss ich sagen, mit Ruhm bekleckert. Begrüßen Sie mit mir Robin Pietsch, Sternekoch, die bezaubernde Cornelia Poletto und einer der nettesten Menschen, die ich kenne, Nelson Müller. Ja, und ich will jetzt gar nicht mehr lange hier rumzappeln. Ran an die Töpfe, fertig, los. 35 Minuten Zeit. So, und ich gehe mal rüber hier zu meiner Gewinner- oder Verlierertafel. Nelson Müller führt nicht, aber hat 5 Punkte. Das tut so, weh. So, dann Conny Poletto 6 Punkte. Ah, und Robin hat 7 Punkte. Und da muss ich einfach sagen, da ist wirklich noch alles drin. Und heute haben wir finde ich mal meine Lieblingssendung. Das ist Hauptgang und Dessert. Das ist natürlich wirklich, muss ich sagen, schon ein bisschen fies. Vor allen Dingen das Dessert, das kommt von einem Mehlspeisenkönig aus Österreich, genauer gesagt aus Wien. Und ich kann mich jetzt live nämlich mit Alex Kumpner verbinden. Alex, hörst du uns? Hallo, ich höre euch. Hi. Liebe Grüße aus Wien. Alex, was hast du dir einfallen lassen? Womit nervst du heute unsere drei Profis? Womit ich heute nerve? Ich glaube, das geht. Die drei kriegen das locker hin. Es ist natürlich schwierig, dann noch einen Hauptgang dazu zu machen. Es gibt eine Mohnschnitte mit einer Vanillesauce. Ja? Hört sich jetzt sehr einfach an. Ist es eigentlich auch. Nur in 35 Minuten ist es relativ schwer. Ich erkläre vielleicht ganz kurz, was so die Fallhöhen bei dem Gericht sind. Zuerst muss natürlich die Masse relativ schnell ins Backrohr. Für alle, die das nachmachen wollen, das kann man auch gerne als Kuchen machen. Die Mohnmasse wird zum einen mit Eigelben aufgeschlagen mit Zucker, zum anderen das Eiweiß natürlich auch mit Zucker, damit wir schön viel Volumen da reinbekommen. Dann kommt noch ein bisschen geschmolzene Butter dazu und eben Mohn. Das Ganze hat kein Mehl. Ja? Das ist natürlich gut. Also das heißt, Low Carb, Alex, Low Carb. Ja, Low Carb ist es jetzt nicht wirklich, weil Zucker ist drinnen, aber es ist ohne Gluten auf jeden Fall. Ja. Und muss dann halt ins Rohr. Das wird dann durchgebacken. Und das Zweite ist natürlich eine wunderschöne Vanillesauce dazu. Das ist jetzt auch keine große Hexerei. Also die drei machen das mit links. Wichtig für die Vanillesauce ist, glaube ich, nur, dass man sie schön zur Rose abzieht. Das heißt, man parfümiert die Milch mit der Sahne, mit ein bisschen Vanille, lasst das dann leicht überkühlen, aber nur ganz leicht, gibt dann die Eier dazu, oder gibt vielleicht sogar ein bisschen was von dieser Milch-Sahne-Mischung zu den Eiern dazu, damit die temperiert. Und dann das Ganze zu dieser Milchmischung, zieht das zur Rose ab, gibt das dann nochmal durch ein Sieb, sollten Flankerl entstanden sein. Und dann würde ich es noch mit Rum verfeinern, weil dann schmeckt es nicht ganz so eindimensional. Und das ist es eigentlich schon. Sag mal, wie hoch soll denn der Kuchen sein? Kannst du es mal wie zeigen? Wie hoch soll der Kuchen in der sein? Größe? So, also, wenn ihr die jetzt macht, und das ist so um die 2 Zentimeter, ist das vollkommen ausreichend, ja? Okay. Also, ich würde einfach einen kleinen Durchmesser nehmen, irgendeine Tartform mit einem kleinen Durchmesser, dann seid ihr auf der sicheren Seite, dann backt das Ganze in der Zeit durch. Ja. Und, 2 Zentimeter, Alex. Aber, sind das 2 Zentimeter? Das wollte ich auch gerade sagen. Alex, vielen Dank hier erstmal. Jetzt ist natürlich die Sache, Alex, der Nelson hat mit den Kartoffeln angefangen. Du sagtest ja gerade, das muss schnell in den Ofen. Hat er jetzt schon Fehler gemacht? Nein, natürlich. Also erst einmal machen die drei da nie Fehler. Davon gehe ich einmal fest aus. Aber ich weiß ja nicht, was das Hauptgericht ist, das die dann noch kochen. Wenn das noch mehr Zeit beansprucht. Das erfahren wir gleich. Ja. Alex, wir quatschen gleich nochmal. Vielen Dank. Ja, und liebe Zuschauer, wir haben nicht nur einen Mehlspeisenkönig heute in der Sendung, sondern auch noch einen zweiten. Der kommt gebürtig aus Österreich. Und das ganze Essen hier, inklusive der Mehlspeise, darf kein Geringerer heute probieren als Johann Lafer. Da freue ich mich nachher natürlich ganz besonders drauf. Und ich will jetzt mal vom Robin wissen. Robin, du bist schon mit dem Kuchen da dran. Was machst du als Hauptgang? Als Hauptgang gibt es einen Schweinefiletgebraten mit Spargel, der bissfest gekocht wird. Zum Spargel gibt es ein bisschen Waldmeister, nochmal durchgeschwenkt. Aha. Und ich habe versucht, von Alex, von dem Dessert, alles so ein bisschen aufzugreifen. Da kommt ein bisschen Marillenmarmelade noch mit dran. Mhm. Und dann mache ich eine Hollandaise, wo ich ein bisschen geschroteten Mohn auch noch mit drunter gebe, dass das Dessert vielleicht so ein bisschen zum Hauptgang passt. Okay. Spannend. Mohn Hollandaise, keine Ahnung, schmeckt Mohn intensiv genug, damit er in der Hollandaise wirklich eine Geschmackschance hat. Waldmeister Spargel kann ich mir gut vorstellen, aber ist auch sehr gewagt. Der Spargel ist sehr fein vom Ausdruck her. Also
ich finde es zunächst mal eine gewagte Kombination, aber ich lasse mich auch gerne mit neuen Dingen inspirieren und lasse mich auch gerne überraschen. Ja, spannend ist bei dir natürlich, du hast Waldmeister aufgeschrieben. Also ein Spargel, der aromatisiert wird mit Waldmeister. Genau. Es ist immer schwierig, aus Waldmeister, finde ich, Geschmack rauszukriegen. Und da lassen wir uns heute mal überraschen, ob dein Spargel auch wirklich nach Waldmeister schmeckt. Ja? Ich hoffe es. Ganz viel Spaß dir. Conny. Danke. Geht's dir gut? Alles okay bei dir, Conny? Bei mir ist alles okay. Also man sieht es vielleicht meinem Gesicht an. Ich bin ein bisschen angespannt. Ja. Ne? Das Dessert, Alex, ist jetzt ja gerade nicht zu sehen, aber ist schon nicht ganz ohne. Vor allen Dingen hat er eins vergessen, die Backzeit. Ich dachte, also, das Mehl. Er sagt, man sollte ziemlich schnell anfangen. Aber da fragen wir ihn gleich noch mal, Conny. Lass uns ihn noch mal fragen. Conny, sag mir nur kurz bitte eben, was kochst du im Hauptgang? Bei mir gibt es im Hauptgang eine gefüllte Kalbspiccata, gefüllt mit Parmaschinken, Mozzarella, eine Panade aus Toastbrot, Bröseln sozusagen, ja. Ei und ein bisschen Parmesan. Okay. Und dann hat man dieses schöne Aroma von diesem Käse, Mozzarella, Schinken ja. auf gegrillten Ochsenherztomaten mit ein bisschen Basilikumöl. Oh, das hört sich sehr lecker an. Wie immer. Hört sich das alles sehr einfach an. Gegrillte Tomaten, Basilikumöl ist nichts Aufregendes im Gegensatz zum ersten Gericht. Es ist klar schon jetzt schmeckbar, weil man sich darunter was vorstellen kann. Aber es gibt natürlich auch hier viele Details. Sind die gegrillten Tomaten matschig? Ist das Fleisch schön saftig gegart? Schmeckt das Öl auch wirklich nach dem, was es schmecken soll? Auch hier mit Sicherheit, das ist etwas, was man gut machen muss. Wir fragen mal eben Alex, die Fragen nach der Backzeit hier, die hast du wohl vergessen im Rezept. Ja, das ist ja dem geschuldet, dass Sie jetzt eine Portion kochen. Normalerweise ist ja diese Masse für einen Kuchen gedacht, das ist ja eine ganze Backform. Die braucht um die 35 Minuten als ganze Backform. Okay. Das heißt, wenn man den Durchmesser natürlich halbiert, dann ist es nur mehr die Hälfte. Ich würde einfach so eine kleine Form nehmen und wenn das bei Minute 20 dann reinkommt, ist man sicher on the safe side, weil der Vorteil ist, bei dieser Masse, die kann ja nicht zusammenfallen, das ist ja keine Souffléform, sondern es ist eigentlich wie eine Kuchenform, die kann dann auch warm gestellt werden, dann die Vanillesoße und die Hauptspeisen hören sich schon hervorragend an. Also die bindet sich durch die Eigelbe dann? Oder wodurch? Bindet sich durch die Eigelbe. Die Masse? Nein, die Masse bindet sich durch die Eier, die drin sind, also es sind, glaube ich, es sind 5 Eier drinnen, 200 Mohn, dann hast du den Zucker natürlich und dadurch stockt das Ganze. Okay. Sehr gut. Ich bin mal Nelson Müller. Hi, Nelson. Hi, mein Lieber. Na, du machst da schon das Reh fertig. Ich glaube, du hast noch gar nicht mit der Kuchenmasse angefangen, ne? Ja, nein, habe ich noch nicht. Mache ich jetzt aber direkt. Ich musste Kartoffeln aufsetzen, weil bei mir gibt es zum Hauptgang einen Kartoffelkaiserschmarrn. Ja. Es gibt das Reh, die Vanillesoße aufgesetzt. Und jetzt gehe ich natürlich auch an meine Masse hier dran. Ich habe die Butter aber dafür schon aufgesetzt, weil der Alex hat im Rezept geschrieben, dass man die langsam nicht zu warm machen soll. Ja. Und das habe ich jetzt parallel gemacht. Und jetzt gehe ich halt auch ans Eiertrennen. Hier. Ich mag gerne Dessert, also ich bin kein Fachmann, aber ich mag gerne Dessert. Aber ich muss auch sagen, ich bin das nicht mehr gewohnt, in so kurzer Zeit so schnell zu kochen. Das ist schon... da muss ich auch noch mal echt sagen, was unsere Kandidaten da machen, das ist mega. Ja, das ist schon, ja, und dann will man sich auch nicht lumpen lassen, dann guckt man auch, dass man ein bisschen was Gescheites auf den Teller bringt. Und das bringt einen schon in Stress. Also du machst Maibock mit Kartoffelkaiserschmarrn. Maibock mit Kartoffelkaiserschmarrn, Spitzkohl, Blaubeeren und eine Jus dazu. Wow. Und ja, das muss man natürlich alles schön gleichzeitig irgendwie fertig kriegen und... ja, ich muss sagen, ich bin schon ganz schön gefordert hier. Okay. Wie bist du da drauf gekommen? Ja, das ist ein Gang, den wir natürlich ein bisschen ausgefeilter so im Restaurant auch gemacht haben. Und Maibock ist ja jetzt die Zeit. Das ist das erste Reh, was dann wieder geschossen werden darf. Ja. Was dann im Vergleich zum Winter halt schon die frischen Pflanzen im Futter hat. Mhm. Und dadurch wird das Fleisch natürlich viel schöner. Im Winter ernährt sich das Reh ja dann von dem, was eben noch auf dem Waldboden so ist. Und auch mal, das ist halt nicht so reichhaltig. Und im Frühjahr hat es dann schon diese frischen Pflanzen. Und dadurch ist das Reh, das im Mai dann geschossen werden darf, halt ein ganz besonderes Reh. Es hat dann auch ein anderes Fell. Und das ist ein absoluter Bote des Frühlings auch. Sehr schön. Ich habe heute auch was mitgebracht. Und zwar mache ich ein bisschen Kohlrabi-Gemüse mit Senfeiern. Das heißt, also ich habe jetzt hier den Kohlrabi. Normal isst man ja zu... Senfeiern immer, ja, eigentlich Kartoffeln in der Regel.
ich lasse die heute mal weg. Ich mache mal auch so ein bisschen Low Carb jetzt hier. Und ich mache den Kohlrabi auf ganz spezielle Art und Weise. Ich brate ihn erstmal an, so richtig schön. Dann bringe ich ihn mit ein bisschen Wasser in Berührung. Und dann mache ich halt, dann verdunstet das Wasser. Und dann mache ich den nochmal kross hinterher. Also, dass er so richtig schön bräunlich ist. Weil ich finde gerade immer so, wenn Gemüse so ein bisschen Röstaroma hat, ist das einfach super lecker. Die Eier, da habe ich mir heute gar keine Mühe gemacht. Die habe ich mir schon vorkochen lassen. Die werden nachher einfach im Söschen erwärmt. Aber wie gesagt, ich mache jetzt erstmal den Kohlrabi fertig. Und will natürlich mal vom Robin wissen, wie läuft's bei dir, Robin? Schaffst du das, in 5 Minuten den Kuchen reinzugeben? Das werden wir nachher auf dem Teller sehen. Also ich hoffe, dass ich es schaffe. Ja. Fange jetzt als erstes an mit dem Dessert, weil es ist wirklich... Ja, aber das sieht doch schon gut aus. Deine Dessertmasse ist doch schon fast fertig, oder? Ja, gleich. Jetzt muss nur noch die Butter drunter. Und wie Alex schon gesagt hat, das ist halt keine Bindung irgendwie durch ein Mehl drin. Das ist jetzt nur durch das Ei. Das sollte eigentlich ziemlich zügig in den Ofen. Ja, ist Soufflé-ähnlich, ne? Genau. Oder? So? Es ist Soufflé-ähnlich, ja. Gestellt, Björn, ja, dass es wahnsinnig viel Mohn gibt für dieses Küchlein. Meinst du, da hat sich der Alex vielleicht vertan? Der will uns also verhindern. Du meinst, es ist zu viel Mohn drin? Also ja, es müssten 200 Gramm Mohn sein, 5 Eier, 80 Butter. Das also 200 Gramm Mohn. 200 Gramm Mohn? Ja, ja. Alex, darf ich dir noch mal eine Frage stellen? Ja. Meinst du, die Hauptgänge, passen die gut dazu? Hast du dir das angehört? Conny ist ja wieder in Italien unterwegs. Dann Nelson macht Reh dazu. Ich wäre gerne bei euch zum Essen. Also ja, ich finde das sehr cool, wie Robin das macht, dass er das verbindet, dass das irgendwie so eine Menüabfolge ist und das ja auch wieder einbaut. Aber natürlich, Conny macht diese mediterrane Linie großartig. Hört sich alles sensationell ja an. Auch Nelson macht ja aber sogar zwei Mehlspeisen heute. Der macht ja noch einen Kartoffelkaiserschmarrn dazu. Wahnsinn. Alex, danke dir. Bis gleich. So, ich setze mal eben meinen Kohlrabi auf, salz den schon mal ein bisschen und im Prinzip, wenn das Wasser jetzt in der Pfanne verdunstet ist, dann ist der gar und dann brät er noch mal schön ein bisschen nach und dann kriegt er so seine Röstaromen. Hier löse ich schon mal Butter auf, dann machen wir eine klassische Mehlschwitze hier und die geben wir jetzt mal hier rein. Also die mache ich auch so leicht bräunlich, weil braune Butter schmeckt natürlich immer mega. So, ich muss nur mal gucken, wo ich Schneewesen habe, da. So, natürlich darf ich nicht verbrennen, aber wie gesagt, das ist immer so, finde ich ganz wichtig, dass die Butter so richtig so leicht karamellisiert. Robin, du machst ja Hollandaise heute, ne? Genau. Machst du die auch mit karamellisierter Butter oder wie machst du die? So, in der Zeit schmelze ich jetzt die Butter einfach nur ein bisschen auf Zimmertemperatur und dann schlage ich ein bisschen, also koche jetzt gleich eine Reduktion, schlage ein kleines bisschen Eigelb auf, lass das da ja runterlaufen. Eigentlich ja, die Molke muss raus, muss eine Nussbutter sein. Also du machst so eine Blitz-Hollandaise, ne? Richtig. Machst du die im Wasserbad oder so? Ganz cool so auf dem Herd. Ganz cool so auf dem Herd. Ja? Einfach direkt auf der Hitze, mega. Ich hoffe, es funktioniert. Ja, ich hoffe auch. Robin, letzte Frage noch zu dir. Was hältst du von dem Rezept vom Alex Kumpner? Sei ehrlich jetzt. Na, wenn ich das nicht in 35 Minuten kochen müsste, wäre das toll. Das ist ein tolles Dessert. Allerdings braucht man halt viele Schüsseln, den Backofen. Man muss auf alles ein Auge haben. Es ist alles fremd für uns hier. Das wird, ich hoffe, dass mein Ofen nachher nicht qualmt. Nein, das ist sehr lecker, lieber Alex. Aber Alex, in der Zeit ist natürlich der krass. Ist Konditor. Wusstest du das? Nein, habe ich wirklich nicht gewusst. Er ist gelernter Konditor. Ja. Habe ich nicht gewusst. Respekt, meinst du, der hat dadurch einen Vorteil heute, einen kleinen? Wahrscheinlich schon. Weil er führt schon mit den Punkten. Ne? Er hat 8 Punkte. 7 Punkte, Entschuldigung, 7 Punkte. Da ist noch alles drin. Das stimmt. Ja, denke ich auch. So, ich mache jetzt gerade die Mehlschwitze fertig. Ich habe schon abgelöscht mit ein bisschen Fond. Also da kann man jetzt zum Beispiel Gemüsebrühe nehmen. Man kann aber auch ein bisschen Rinderfond nehmen, ganz egal. Und Conny, wie sieht's bei dir aus? Du, im Moment... Hast du schon im Ofen? Weil ich habe gerade einen Schreck gekriegt. Da dachte ich so, ja, ach du Shit, da steht mein Eiweiß, aber es ist von Nelson. ich habe tatsächlich okay meine Birne ein bisschen beschwipst. Ich habe gedacht, Alkohol ist immer eine Lösung. Ja. Habe die schon mal mit ein bisschen rummariniert und habe mir 2 Varianten gedacht. Ich habe einmal
unten in die gebutterte und gezuckerte Form einmal die so eine Art von Fächer von Birne gelegt. Da drauf die Masse und dann habe ich noch mal für alle Fälle erst die Masse, dann die Birne. Ach so, also du willst auf Nummer sicher gehen und du hast einmal das Rezept so ein bisschen abgewandelt dann. Ich bin eigentlich gar nicht so ein Sicherheitsmensch. Ja. Aber ich merke irgendwie, dass mir die echt die Pumpe geht. Das ist okay. Jetzt ganz kurz noch mal eben, habt ihr alle diese Kuchen im Ofen? Nein. Geht der Nelson nicht? Nee. Robin? Ja. Du hast ihn drin? Ist drin, ja. Nelson, wie lange brauchst du noch ungefähr? Ja, ich gebe jetzt, ich gebe es jetzt auch rein. Ja, dann würde ich den schön dünn machen, dass er auch noch gar wird. Ne? Ja, wahrscheinlich besser. Ist Wobei, das, vielleicht ist aber es ist ja das auch, abgewogen hier? Weiß ich nicht. Die Masse. Mach doch einfach nach Gusto so ein bisschen rein. Ja. Auf. Ist die Masse, habt ihr alles rein? Ja, die ist gut aufgegangen. Boah, das ist aber, mein Gott, das ist ja Mohnalter, bis der Arzt kommt, hör mal. Oh, Nelson hat jetzt wirklich, ich glaube, Nelson hat eher 400 Gramm Mohn da drin. Ach, ja. Aber Alex, nochmal an dich die Frage bitte eben. Kann es sein, dass wenn das noch nicht richtig gar ist, also wie so ein Soufflé, dass derjenige dann sogar vielleicht einen Vorteil hat? Nein, also bei, ich habe das ja schon öfters gemacht, aber bei Nelson sieht das tatsächlich nach sehr viel Mohn aus. Ich sage nochmal, das waren nie 200 Gramm Mohn. Und 80 Gramm Butter, glaube ich, waren das auch nicht. Zu dem Rezept. Meinst du, der hat aber zu viel Butter reingemacht? Auch? So, ich lenke jetzt mal ganz kurz ab wieder auf meine Senfsoße hier. Und zwar, ich habe die jetzt nochmal verfeinert mit einem Löffel Crème fraîche. Schuss Sahne. Und jetzt kommt der Senf. Das ist jetzt so ein schöner gekörnter Senf hier. Also da kann man auch ruhig mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Also gekörnter Senf. Dann der feine Dijon-Senf. So, und da ist jetzt nämlich wichtig, wenn der Senf drin ist, weil Senf enthält ja diese ätherischen Öle. Und wenn der Senf drin ist, dann die Soße nicht mehr so stark kochen lassen. Weil dann kocht das ganze schöne Senfaroma raus. Und jetzt sehen wir auch hier ganz schön, in der Kohlrabi-Pfanne ist der Kohlrabi jetzt das Wasser verdunstet. Da geben wir jetzt einen Stich Butter mit rein. Und die lassen wir jetzt auch wieder braun werden. Und dann braten wir den jetzt so schön an in der Pfanne. Und der Kohlrabi ist jetzt wirklich schon gar. Der hat jetzt kurz, wie gesagt, in dem Wasser gekocht. So, was muss ich noch machen? Ich habe hier, finde ich sehr lecker, in die Senfsoße rein, noch ein bisschen Estragon. Das ist ja ein Kraut, was man eigentlich eher so zu Fisch isst. Und ein bisschen Dill habe ich noch. Das schneide ich jetzt gleich auch mal klein. So, und ich glaube, ich sehe Nelson zum Ofen flitzen. Kann das sein? Ja, ja, ist jetzt drin da. Ist drin? Ja, ja. Hast du auch den richtigen Ofen erwischt, nicht den zum Teller warm halten? 180 Grad habe ich das gemacht. Ist es zu heiß, oder was? Sehr gut. So, das heißt, wir können uns wirklich freuen auf ein schönes Mohn-Soufflé oder quasi ein Mohnkuchen ohne Mehl. Robin, wie geht's bei dir jetzt da weiter? Also ganz ehrlich, wie man es in der Küchensprache sagt, ich glaube, ich bin ein bisschen in der Scheiße. Warum? Es ist doch schon anstrengend. Aber du hast den Kuchen doch schon drin. Ja, aber trotzdem, du möchtest ja auch das, den Hauptgang dazu perfekt machen. Ja. Und es ist halt ungewohnt hier. Ich habe ein Schwein, was ich in der Pfanne brate. Dann kommt das auch noch in den Ofen. Da muss ich halt auch schauen, dass das irgendwie nicht drüber ist von der Gartemperatur. Schlag eine Soße Hollandaise auf dazu noch. Die darf halt auch nicht, man sagt in Fachkreisen, ab. Punkt, 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 Punkt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass die natürlich auch schaumig ist. Wir werden sehen. So, Conny, zu dir, von dir habe ich noch gar nichts gehört jetzt. Das ist was wohl geht wahr. Bei dir? Was geht also, bei dir? Also, was habe ich gemacht? Ich habe mir jetzt schon mal meine Sahne-Milchmischung aufgesetzt für, gleich für die Vanillesoße. Und habe dann meine Piccata hier. Ja. Das heißt, ich habe diese Kalbsfilet-Scheiben ein bisschen plattiert, gefüllt mit etwas Parmaschinken, Basilikum und Mozzarella. Die, ganz kurz eben nachgefragt, die werden gerollt oder was passiert damit mit den Kalbsfilet? Die sind so übereinander gesetzt, ja, also eigentlich wie so ein Cordon Bleu auf Italienisch. Okay. Ja. Und jetzt mache ich die Panade, das heißt Eier aufgeschlagen, ganze Eier. Und dann mit dem geriebenen Toastbrot und etwas Parmesan abgeschmeckt. Und der Schinken, ist das Parmaschinken? Das ist ein Parmaschinken, der in dieser Piccata-Füllung ist. Nelson, bei dir alles gut? Was brennt da bei dir? Oh, ja, bei mir ist ein bisschen Chaos jetzt hier. Irgendwas klebte da am Tuffboden gerade. Ich habe jetzt meine Vanillesoße.
Ja. Die ist jetzt, Servierst du die warm oder kalt? Jetzt muss ich rühren, warte. Jetzt, sonst habe ich Rührei. Ja. Und die serviere ich kalt, weil sie dann zumindest... Ich hatte vorhin in meinem Kühlschrank noch Eiswürfel. Willst du die haben? Ja, die Eisschüssel wäre super, genau. Ja? Ich würde die dir mal mit ganz viel Abstand hier hin, warte. Hier. Ich kühle die ein bisschen runter, genau. Na? Damit sie ein bisschen mehr Stand hat. Wer hat denn mal von euch Zeit, jetzt sich das Küchlein schon mal anzugucken? Robin, du? Weil dann schalten wir den Alex noch mal kurz dazu. Conny, darf ich überhaupt aufmachen, nicht, dass er zusammenfällt? Ja, aufmachen würde ich nicht. Ich würde ihn nicht aufmachen. Aber vielleicht kann da mal eine Kamera so ja, bestimmt. Den Kuchen ertasten. Dann schalten wir den Alex noch mal eben dazu. Also er geht auf jeden Fall gut auf. Das ist erstmal Fakt. Alex, siehst du den? Ja, ich sehe es nicht ganz genau, aber also die Masse schaut gut aus. Ich ich glaube, das Ding geht schon auf wie Sau, oder? Das ist gut. Schön, dass, schön die Eier aufgeschlagen, kann man nichts sagen. Mich irritiert aber den Ofen diese, auf keinen Fall aufmachen, oder? Den Ofen auf keinen Fall aufmachen, ne? Also wenn man ihn ganz kurz aufmacht, passiert jetzt nichts großartig. Okay. Das wird aber, das braucht aber die Zeit zu 100% noch. Ja, okay. Sehr schön. Also der Nelson, der kocht heute richtig hier mit Volldampf. Bei dem da glühen wirklich die Töpfe da. Was machst du gerade da, Nelson? Ja, ich habe die Soße kurz abgelöscht gerade. Ja. Ich habe die ein bisschen die Pfanne, in der ich das Reh eben gebraten habe, habe ich die paar Rühren vom Reh noch mit reingegeben. Ja. Also so eine kleine Jus machst du noch. Ja, genau. Die paar Rühren so ein bisschen angebraten. Wacholder ein bisschen mit Portwein abgelöscht, Schalotte dazu. Und was ja bei dir so spannend ist, das finde ich mega, ist dieser Kartoffelkaiserschmarrn. Ja, den muss ich jetzt machen. Ich habe hier einen Hefeteig gemacht. Einen Hefeteig, auch noch mal eben schnell. Ja, genau, der Kartoffelschmarrn ist so mit so einem Hefeteig gemacht. Der braucht eigentlich seine Zeit. Das wird lustig. Beilage, Gemüse, Jus, was Süßes zum Reh, passt natürlich auch immer, ist alles dabei. Ne? Ja, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat oder ob ich vom falschen Tee getrunken habe, aber ich zieh's jetzt durch. So, pass auf, den Hefeteig gebe ich hier zu der Kartoffel dazu. Parallel dazu habe ich eine Pfanne aufgestellt. Was mir bei dir auffällt, Nelson, du kochst jetzt gerade über drei Platten hinweg, ne? Über was? Drei Kochplätze brauchst du da. Ne? Ja, gut, aber das ist ja Küchenschlacht. Ja. Gut, ich mach das, das machen wir hier alles für einen guten Zweck. Ja, okay. Vanillesoße müssen wir auch noch machen. Genau, Vanille, eine Blitz Vanillesoße. Hast du schon Vanillesoße, Nelson? Ja, die steht hier kalt. Und ist die auch so flüssig wie meine? Nein. Hast du da Stärke reingemacht? Nein. Was hast du gemacht? Ich hab's auf Eis gestellt. Du kannst das Eis ja dann gleich mal weitergeben, wenn es kalt ist. Ja. Achtung, Alex Kumner ist zugeschaltet aus Wien. Alex, siehst du schon was im Ofen? Ja, ich sehe es genauso wie vorher. Jetzt nimmt das Ganze ein bisschen Farbe an. Ich glaube, es braucht sicher noch. Und mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Vanillesoße wird nicht dick. Conny, ja, dann gib noch ein Ei dazu. Was? Dann würde ich noch ein Ei dazugeben und das abziehen. Wie viele Eier hast du denn verwendet? Drei Eigelb, ein ganzes. Auf 400? Ja. Müsste doch eigentlich gehen, oder nicht? Ja, ich würde es auf der Herdplatte abziehen. Abziehen? Abziehen zur Rose. Das heißt, vorsichtig rühren, dass es dick wird und sollte es irgendwie zum Grieseln beginnen, dann... Ach so, das ist über Wasserdampf, oder? Ja. Soll ich es auf dem Topf machen? Ich würde es in den Topf geben und rühren. Weil das über Wasserdampf ist natürlich großartig, aber in der kurzen Zeit braucht das dreimal so lange. Alter. Nelson, was fehlt dir noch? Ja, ich mache jetzt hier noch meinen Spitzkohl. Ja. Hast du dir vielleicht zu viel vorgenommen? Jetzt? Ja. Ja? Ja. Was hättest du weggelassen sonst? Nix. Ich weiß nicht. Das ist, ohne Witz, das ist eine Frage des Konzeptes. Ja. Und das ist natürlich, was unsere Küchenschlachtkandidaten immer auch sehr schlau machen. Ja. Dass die genau das, und das wahrscheinlich auch Probe kochen. Ja. Und ja, jetzt kann man natürlich hier sich hinstellen. Also du hast das vom Alex nicht Probe gekocht? Nein. Deine Sache auch nicht, ne? Nee. Wie bitte? Hä? Deine Rehgeschichte hast du auch nicht vorgekocht? Probe gekocht? Was sagst du?
Die, deine Rehgeschichte hast du auch nicht Probe gekocht? Ja, die habe ich ja schon mal gemacht. Also, okay. Ist ja nicht das erste Mal. Ja. Aber ach, ich bin tierisch in der Scheiße, du. Nicht nur du. Aber schön. Ja, ich glaube, Nelson ist froh, wenn er gleich Pause hat. Ja. Robin, wie sieht's bei dir aus? Schließ mich du machst da gerade Waldmeister im Mörser, kann das sein? Bitte? Ja, genau. Das, kommt da der Geschmack gut raus? Ja, das funktioniert schon. Ich mache jetzt ein Pesto, ja. Schneide das auch noch ein bisschen pur an den Spargel dran, schwenkt das mit ein bisschen Fett in der Pfanne durch und dann, denke ich, mit dem Pesto ja, ja. und diesem puren an dem Spargel muss man dann schon, glaube ich, gucken, dass es nicht zu dolle nach Waldmeister schmeckt. Und dann bist du gut in der Zeit, Robin? Denke, ja. Ja. Was macht dein Spargel? Der ist fertig. Angebraten, ist in der Pfanne, Waldmeister drin, ein bisschen Butter, einmal ja. durchgeschwenkt. Schweinefilet ist auch gut? Ja. Okay. Gut, dann kannst du dich ja gleich wieder ein bisschen zurücklehnen. Conny, bei dir auch alles okay? Ja, geht so. Ja, geht so. Conny rennt zum Ofen. So. Ich richte schon mal meine Senfeier jetzt hier an. Beziehungsweise ich mache eine kleine Portion, erstmal nur eins. So. Schön. Die Soße darunter, der Kohlrabi. Und da will ich einfach immer, dass die Soße auch extrem nach Senf schmeckt. Also das liebe ich einfach. Und deshalb auch diese zwei verschiedenen Senfsorten. Und ich finde, das ist so ein Gericht, das ist ganz einfach. Und das kann man wirklich, finde ich, fast einmal die Woche essen. Das ist im Prinzip vegetarisch und ist wirklich sehr, sehr lecker und macht nicht viel Arbeit. Hier oben? Also nicht so viel Arbeit, wie die haben. Ich sehe den Nelson nur noch rennen. So, geil. Krass, Nelson. Also du hast hier heute einen Orden verdient, glaube ich, hier, so wie du Gas gibst. Du, ja, ja? Wir wollen ja hier auch ein bisschen ja. uns nicht lumpen lassen. Wenn unsere Kandidaten hier zaubern und wir ja. sind da so verbal immer so am Start mit denen. Ja. Dann müssen wir das auch können. So, jetzt suche ich noch meine Stärke. Okay, die Jus bindest du ein bisschen ab. Ne? Ja, die binde ich ein bisschen ab, weil ja. keine Chance sonst. Ihr habt noch 2 Minuten 30, bitte. Können wir noch irgendwo einen Kuchen da hinten sehen? Sollen wir da hinten noch mal den rechten Ofen zeigen für den Alex in Wien? Einmal, ob sich da was tut. Es wird schon, nimmt schon Farbe an, ne? Alex, kannst du noch mal kurz gucken da hinten, der Ofen? Nimmt schon Farbe an, ne? Ja, nimmt schon Farbe an. Ja. Nelsons Kuchen, wie sieht der aus? Ja. Ich hole ihn raus. Ja, jetzt schon. Dann war der ja gerade mal 16 Minuten drin. Ja, ach du Scheiße, ja. Ach du Scheiße, hör ich. Oh, oh, oh. Ja. Engel, danke schön. Ich lass ihn noch ein bisschen drin, du. Ja, aber warum ja. hast du ach du Scheiße gesagt? Weil er noch sehr weich ist, ja. ehrlich gesagt. Willst du den stürzen oder besser in der Form lassen? Ja, ich muss den schon stürzen, gell? Sonst kriege ich ja Stress mit dem Johann. Alex, muss er den stürzen oder kann er den in der Kokotte lassen? Kann er noch in der Kokotte lassen. Ja, ne? Was sagt er? Er sagt, du kannst ihn auch in der Kokotte lassen. Okay, aber schön ist es nicht, oder? Weiß ich nicht. Nelson, ich merke schon, du willst gewinnen heute, ne? Nee. Doch. Ich doch nicht. Nein. Doch, immer. Klar. So, Conny richtet leider hinten im Verborgenen an. Ja, ich mach grad. Probier grad was aus. Ja. Robin sehe ich mit diesem. Was hast du in dem Siphon drin, Robin? Die Hollandaise? Nee, ich habe nicht die Hollandaise gemacht, ich habe die Vanillesoße im Siphon gemacht. Ach, krass. Du bist ja ein Fuchs. Und geht das gut? Sehr gut. Ja? Krass. Braucht man da noch Bindemittel oder Ich habe Eigelb reingeknallt, ja. Hab den Fond gekocht und die Vanille ausgezogen da drin mit ein bisschen Zucker und hab ja. das dann abkühlen lassen, rein. 30 Sekunden. Alex, hast du gesehen? Vanillesoße aus dem Siphon. Gute Idee, oder? Super. Ja. So, 18. Und wir nähern uns 5 Sekunden. Conny, welchen Teller nimmst du? 4, 3, 2, 1. Und Schluss. Ja. Hammer. Ei, ei, ei.
Ich bin sehr gespannt, wie man das zaubert. Zwei Gerichte in 35 Minuten und was das Schöne heute ist. Und das, glaube ich, ist dann wirklich die Referenz. Ein Dessert vorgegeben, drei Leute machen das. Da kann ich exakt, glaube ich, dann schmecken, sehen, fühlen, auch optisch zuordnen und natürlich geschmacklich gut einordnen, wer hat das wirklich am besten gemacht. Robin, erzähl mir kurz, wie ist es geworden? Ja, Schweinefilet ist auf jeden Fall rosa. Ja. Ich habe nicht so viel Zeit gehabt, tatsächlich, um abzuschmecken. Mhm. Der Kuchen, ich habe jetzt nicht reingeguckt. Also du hast ihn nicht gestürzt, oder? Ich habe ihn nicht gestürzt, habe ihn einfach so gelassen. Ja. Entschuldigung, lieber Alex. Ja. Vanillesoße ist, glaube ich, ganz gut geworden, auch in dem Sahne-Espuma. Ja. Alex sagt ja nur einfach, dass es schmecken muss. Ne? Der hat ja nicht gesagt, es muss gestürzt werden. Denke ich. Also ich bin eigentlich zufrieden, die paar Minuten, 35 Minuten, zwei Gerichte drauf zu packen. Jetzt gucken wir mal wieder, ob genug Geschmack drin ist. Dann holen wir Nelson jetzt nach vorne. Ja, ich habe meinen Kuchen auch nicht gestürzt. Auch sorry, Alex. Ich hoffe, dass er gar ist. Da ist Mohn drin, bis der Arzt kommt. Ja. Jetzt darfst du aber nicht Conny den Platz noch da rauben, ne? Nee. Ja, ich habe vielleicht ein bisschen zu großen Teller genommen. Aber ich denke manchmal, viel hilft viel. Ansonsten bin ich ganz zufrieden. Oh, die Soße sieht aus wie... Ach, wie sieht die denn aus? Die sieht gut aus, aber die ist jetzt gerade noch... Ja. Ach komm, ey. Ja? Ja, das Reh ist gut, glaube ich. Bisschen Ticken weit, zu weit vielleicht, aber das ist alles... Also ich bin echt zufrieden, also ganz ehrlich. Ja. Man ist nur ein Mensch und fertig. Ja. Sehr gut. Danke, Nelson. Ja. So, Conny, du gehst nach vorne. Wie sieht's bei dir aus? Du, es ist ja selten so, dass dir die Worte fehlen. Und das war schon jetzt hier echt sportlich, aber nicht unmöglich. Ich muss sagen, ich bin mega zufrieden mit meinem Dessert. Ich hätte es nicht gedacht. Die Vanillesoße ist kurz vorm Kippen. So ein bisschen. Aber du bist die Einzige, die den Kuchen gestürzt hat. Ich habe gestürzt und glasiert mit Marillenmarmelade. Mutig, toll. Und meine Piccata ist gut geworden, Tomate, Basilikumöl. Nee, ich bin fertig. Vielen Dank, Conny. Okay. Ich schalte noch mal kurz zum Alex, ob der auch zufrieden ist. Alex, du siehst, die Conny ist die Einzige, die den Kuchen gestürzt hat. Meinst du, das könnte ein Vorteil gleich beim Johann sein? Nein, großen Respekt an alle drei. Sieht alles hervorragend aus. Hauptspeisen, Dessert, Respekt. Das muss ich mal wieder nachmachen, ganz einfach gesagt. Alex, vielen Dank, dass du dabei warst und vielen Dank für das tolle Rezept. Tschüss nach Wien. Ja? So, und wir wollen natürlich jetzt nichts kalt werden lassen. Und jetzt kommt wirklich der große Moment der Spannung. Hier ist Johann Lafer und probiert alle Gerichte einmal durch. Johann, komm rein. Johann, seid ihr richtig entspannt, oder? Seid ihr entspannt? Das täuscht. Nur äußerlich, ja? Johann, die haben so gekämpft, das kannst du dir nicht vorstellen. Und so viel zum Essen, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja fantastisch. Und ich würde sagen, es ist natürlich der Fairness halber, dass man hier mit dem Dessert anfängt. Denn das kommt ja aus dem Ofen, soweit ich das beurteilen kann. Ich beginne hier, das gehört, glaube ich, hier dazu, ja, das gehört hier zu dem Maibockrücken. Das ist also ein Dessert, Mohn, Birne in der Form. Ist nicht gestürzt, aber es geht auf jeden Fall raus. Ist ein bisschen zusammengefallen. Also man schmeckt deutlich den Mohn. Also beim Mohn war man nicht geizig, das ist ganz klar. Birne ist schön bissfest. Die Soße hat eine super Konsistenz hier. So stelle ich mir das vor. Wunderschöne Soße, Vanillesoße mit dem Mondkuchen zusammen. Man merkt Österreich. Das hast du erkannt, ne? Sehr gut. Übrigens sehr gut. Ohne Mehl das Rezept, der Mondkuchen. Ja, ist gut. Sehr gut. Das ist schon mal geschmacklich gut. Aber ich kann das erst beurteilen, wenn ich alle drei probiert habe. So, jetzt geht es weiter hier mit dem Kalbspiccata unternehmen, auch ein Mohnkuchen. Natürlich muss man hier sagen, optisch wesentlich besser. Man sieht hier, das ist richtig gut gearbeitet. Die Birne reingelegt, der Teig obendrauf. Hier die Konsistenz besser. Man sieht auch hier, dass es fluffiger ist. Merkt schon beim Durchstechen. Auch die Soße brauche ich nichts dazu sagen. Ist an der Grenze leicht
gleich am Beginn des Grieseligwerdens. Aber der Kuchen ist der Hammer. Ah, der Kuchen ist wesentlich besser als der rote. Hier in dem roten Töpfchen, das ist hier wirklich mit Marmelade obendrauf. Da muss ich sagen, bis jetzt ganz klar, ist das Bier bei Rot der bessere Kuchen. So, jetzt haben wir hier noch einen. Oh, das sieht wieder ganz anders aus. Bei Grün, da sieht man schon hier, die Soße ist eher wie so ein Milchschaum. Das muss eigentlich gebunden sein. Schmeckt es war mal schaumig, weil es kam aus dem Siphon. Ja, aber schmeckt auch dünn. Es schmeckt auch nicht so intensiv wie so eine gebundene Soße. Ja? Also es ist nicht so intensiv. So, der Kuchen, muss man gucken. Auch hier in der Mitte sieht man das schon, der ist ziemlich flach. Es ist kaum was da, die Birnen sind zu schwer. Dadurch ist der Kuchen in der Mitte zusammengefallen. Ja, und zu viele Birnen, dadurch geht der Geschmack auch verloren. Also, so, jetzt kommen wir zum Hauptspeise. Mal schauen, ob nur der Kuchen entscheidet. So, jetzt haben wir hier einen Maibockrücken mit Spitzkohl, Kartoffelschwan und Blaubeeren. Ja, der Rücken ist auf jeden Fall noch rosa. Das ist immer eine Geschmacksfrage. Ich mag es so, wenn es nicht ganz so blutig ist. Dann Kartoffelschwan ist da dabei. Super Fleisch, saftig, total aromatisch, gute Soße. So, Kartoffelschmarrn. Auch locker. Blaubeeren. Ja, also das ist wirklich total lecker, gut gemacht, handwerklich auch Kompliment in der kurzen Zeit. Aber wie gesagt, es gibt einen kleinen Abzug beim Dessert, zumindest mal bei Orange. Jetzt kommen wir zu Piccata mit gegrillten Tomaten und Basilikumöl. Das ist ein relativ einfaches Gericht natürlich, muss man auch sagen. Aber der Kuchen ist halt natürlich besonders schön. So, hier Fleisch. Ja, das kann man hier sehen. Das Fleisch ist noch saftig. Das ist nicht zu lange gebraten. Das ist immer die große Kunst beim Kalbfleisch, dass es irgendwie dann zu fest ist oder zäh wird. Das ist hier sehr gut. Tomaten, gegrillte Tomaten mit Basilikumöl, passt sehr gut zusammen. Leider kein Salz, also auch hier gibt es keine Abzugspunkte. Leider beim Geschmack, ein bisschen zu wenig gewürzt. Aber das Fleisch ist hervorragend zubereitet. So. Und jetzt haben wir hier Schweinefilet mit Waldmeisterspargel und Mohnhollandaise. Das habe ich noch nie gegessen in meinem Leben. Waldmeisterspargel, Mohnhollandaise. Ich dachte, es gibt hier nur Mohnkuchen, jetzt gibt es auch Mohnhollandaise. Ja, das dachte ich mir schon. Der Mohn hat natürlich nicht genügend Eigenkraft, um dem Ei und dem Essig so zu widerstehen. Das schmeckt relativ neutral. Das merkt man nicht richtig, weil der Mohn natürlich relativ wenig Charakterstruktur, das heißt, man macht sehr viel rein. Spannend ist auch Spargel mit Waldmeister. Ja, das ist eine ganz neue Erfahrung, das schmeckt so ein bisschen wie so eine Bohle gemischt mit Spargel, aber gut, muss ich sagen, gute Idee. Was man sagen muss hier, und das glaube ich ist ein kleines Problem, das Schweinefilet scheint mir hier ein bisschen zu wenig gebraten zu sein. Das ist beim Schwein natürlich immer an der Grenze. Und wenn ich es hier in der Mitte aufschneide, dann sehe ich das. Und das ist ein kleiner Fehler. Man kann es so essen, aber ich glaube, dass doch sehr viele Leute sensibel sind, wenn Schweinefleisch ziemlich rosa ist. So. Also. Man sieht oder man hörte, dass bei den Hauptgerichten nicht überall, ich sage es bewusst unter Anführungszeichen, kleine Anmerkungen hatte. Hier das Reh war hervorragend. Da habe ich, wie gesagt, ein bisschen Probleme mit dem Gewürz. Hier habe ich ein bisschen Probleme mit dem Geschmack vom Mohn und
der Garzeit vom Schweinemedaillons schwer. Schwer. Ich möchte niemand wehtun, ich möchte auch niemand zu nahe treten. Und ich muss jetzt auch ein bisschen schauen, in der Zweierkombination, wo ich das Gefühl habe, dass jemand wirklich 3 Punkte verdient hat. Und wenn ich ehrlich bin, das ist für mich, obwohl hier das Gewürz fehlt, aber das Fleisch ist gut gebraten, aber ich finde einfach spitze diesen Mondkuchen mit der Birne. Deswegen gebe ich bei Rot diesmal 3 Punkte. Oh, Tagessieber, ja. Cornelia Poletto, Hammer, wow. So. Ja, und hier habe ich eigentlich, das muss man ganz klar sagen, habe ich 2 Dinge anzumerken, nämlich hier zu viel Birnen in der Mitte. Dadurch ist der Kuchen zusammengefallen und das Schweinefleisch ist ein bisschen zu rosa. Und der Mohn, wie gesagt, kann sich nicht durchsetzen gegenüber diesem Essig. Und der Butter schmeckt mir zu wenig nach Mohn, deswegen gebe ich diesmal, weil hier das Hauptgericht perfekt war, gebe ich hier 2 Punkte bei Orange und 1 Punkt bei Grün. Wow, also Nelson 2. Ja. Und 1 Punkt haben wir für Robin. Und? Krass, habt ihr gesehen? Wie steht's jetzt? Ja, wir zählen nochmal durch. Also, Conny ganz souverän, 9 Punkte. Nelson haben wir 4, 5, 6, 7. Immerhin 2 mehr als gestern. So, und dann haben wir hier unten noch beim Robin, da haben wir 6, 8 Punkte. Also Cornelia führt und ist heute Tagessieger. Hammer, vielen Dank, lieber Johann. Und ich glaube, meine Kandidaten, die müssen sich erstmal jetzt gleich eine Stunde aufs Ohr legen. Wir sind aber morgen wieder in alter Frische da. Also bis morgen, ciao.